Hallöchen, Kameramagier, ich habe dir eine neue Transition für DaVinci Resolve 17 gebastelt, die du hier auf meiner Website runterladen kannst und ich zeig dir kurz, wie du sie anwendest und was du damit alles machen kannst. Auf geht's! Also, so sieht die Transition aus. Es ist quasi ein Wipe, den du steuern kannst. Du kannst den Wipe in Inspector unter Controls natürlich verändern. Soll sie jetzt von links nach rechts, rechts nach links. Also du hast komplette Kontrolle über den Winkel, wie du swipest. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr hier von schräg drüben haben möchte, sondern von links nach rechts, dann stelle ich ganz einfach auf einen anderen Wert ein, nämlich 0. Und dann kommt die Transition von links rein. Und natürlich kannst du, so wie ich es hier gemacht habe, auch Motion Blur aktivieren, damit dieser Wipe auch eine schöne weiche Kante hat. Und zwar in den Controls hier unter Motion Blur. Und du kannst natürlich, wie du siehst, hier im Color Tab die Farbe anpassen. Außerdem hast du die Möglichkeit, unter Logo noch dein eigenes Logo einzufügen, so wie ich es hier gemacht habe. Unter Logo kann ich mein Logo ein- und ausblenden lassen und natürlich die Größe von dem Teil bestimmen und die Position. Falls du es zum Beispiel irgendwie so in die Ecke hauen möchtest, kannst du das tun. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, unter Text einen Text einzufügen, falls du noch irgendwas schreiben willst. Also tob dich aus. Und du kannst ja auch noch angucken, wie diese Transition aufgebaut ist. Wenn du die Transition im Inspector anklickst und hier in Fusion gehst, dann siehst du, wie das ganze Ding aufgebaut ist. Und du kannst die Gruppe einfach mit einem Doppelklick aufmachen und dir sogar durchlesen, was ich hier geschrieben habe, weil da habe ich erklärt, wie diese Transition zustande gekommen ist. Um das Ganze in DaVinci Resolve zu installieren, solltest du zuallererst mal auf meine Webseite gehen. Das habe ich dir natürlich wieder unten verlinkt und hier den Download-Button klicken, damit du sie bekommen kannst. Das lädt ein Settings-File runter und dieses Settings-File musst du in einen ganz bestimmten Ordner speichern und dazu gehst du am besten in DaVinci Resolve in Fusion, öffnest die Effekt-Library und unter Edit Templates Transitions klickst du auf die drei Punkte Show Folder und da kopierst du dir das Settings-File rein. Und das nächste Mal, wenn du DaVinci Resolve aufmachst, dann hast du das ebenfalls in deiner Effekt-Library unter Video Transition. Kannst du mal nach Color suchen und da kommt der MVS Color Wipe rein. Diese Transition ist übrigens eine Abwandlung von einem Transition Wipe, den ich bereits erklärt habe. Und das Video dazu findest du natürlich hier, falls du lernen willst. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß dabei und schreib mir doch mal, in was für Videos du solche Transitions gerne anwendest, in die Kommentare. Bis dahin, Kameramagier. Ciao.